Meine Damen und Herren, die folgenden 45 Minuten sind einer Frau gewidmet, die einen seltenen und seltsamen Beruf ausgeübt hat. Überdies einen Beruf, den sie eigens für sich erfunden hat. Sie war Märchenerzählerin. Wilma Mönckeberg-Kolmar lebte seit über 70 Jahren in Hamburg. Sie war dort an der Universität seit vielen Jahren Professorin für Sprecherziehung. Gleichzeitig aber trat sie mit Märchenabenden auf, nicht nur in Hamburg, nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in vielen Ländern Europas. Am 4. April dieses Jahres ist sie im Alter von 92 Jahren in Hamburg gestorben. In dem folgenden Film, der 1978 entstanden ist, wird noch einmal die erstaunliche Persönlichkeit von Wilma Mönckeberg lebendig. Was ich jetzt erzähle, ist ein dänisches Märchen und heißt Klein Mette. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Klein Mette. Die saß am Wegrand und hütete die Schafe. Da kam es dem Königssohn von England in den Sinn, er wollte heiraten. Und da kam er an Kleinmette vorbei, die da am Wege saß und die Schafe hütete. Und er sagte, guten Tag, Kleinmette, wie geht es dir, Kleinmette? Geht mir gut, ich trage Lumpen über Lumpen, bis ich den Königssohn von England heirate. Das wird nie sein, Kleinmette. Doch, das wird doch sein. Der Königssohn ritt weiter und kam in ein Land, wo eine Prinzessin war. Und die sagte nicht nein, aber sie wollte ihn vorher besuchen. Das machte sie zur Bedingung. So kam auch diese Prinzessin an Kleinmette vorbei und sie sagte, wie geht es dem Königssohn von England? Es geht ihm gut, aber er hat einen Stein, wenn man drauf tritt, sagt er die Wahrheit. Da ging die Prinzessin weiter und als sie auf den Stein trat, da sagt er, sie lügt, sie lügt. Hat ein Kind schon gekriegt. Ach du lieber Gott, das war ja schlimm. Und sie musste auf der Stelle umkehren, denn der König von England wollte nur eine reine Jungfrau heiraten. So musste er sich zum zweiten Mal auf Brautschau begeben und kam an Kleinmette vorbei, die da am Wege saß und die Schafe hütete. Und er sagte, guten Tag, Kleinmette, wie geht es dir, Kleinmette? Geht mir gut? Trage Lumpen über Lumpen, bis ich den Königssohn von England heirate. Das wird nie sein, Kleinmette. Doch, das wird doch sein. Und sie kam wieder in ein Reich mit einer Prinzessin und sie sagte nicht nein, aber sie wollte ihn vorher besuchen. Das machte auch sie zur Bedingung. Und so kam auch diese Prinzessin an Kleinmette vorbei und sagte, wie geht es dem Königssohn von England? Es geht ihm gut, aber er hat einen Stein. Wenn man drauf tritt, dann sagt er die Wahrheit. Und die Prinzessin ging weiter und als sie auf den Stein trat, da sagte er, sie lügt, hat zwei Kinder gekriegt. Ach du lieber Gott, das wurde ja immer schlimmer. Sie musste auf der Stelle umkehren. So musste der Königssohn von England zum dritten Mal auf Brautschau gehen und kam an Kleinmette vorbei, die da am Wege saß und die Schafe hütete. Er sagte, guten Tag, Kleinmette, wie geht es dir, Kleinmette? Es geht mir gut. Ich trage Lumpen über Lumpen, bis ich den Königssohn von England heirate. Dann trage ich Gold über Gold. Das wird nie sein, Kleinmette. Doch, das wird doch sein. Und so ging der Königssohn in ein drittes Reich, da war auch eine Prinzessin, die nicht nein sagte, aber sie sollte ihn
besuchen. Das machte er jetzt zur Bedingung. Und so kam auch diese Prinzessin an Kleinbette vorbei und sagte, wie geht es dem Königssohn von England? Es geht ihm gut, aber er hat einen Stein. Wenn man darauf tritt, dann sagt er die Wahrheit. Und dann meinte die Prinzessin, ob nicht Kleinbette an ihrer Stelle zum Königssohn gehen wollte. Nun, Kleinmette hatte nichts dagegen, sie wechselten die Kleider und als sie auf den Stein trat, da sagte er, schöne Jungfrau, fein, wahrhaft keusch und rein, so war also endlich die Richtige gekommen und damit er sie ganz gewiss wiedererkennen würde, band er ihr seinen goldenen Ring ins Haar. Als nun der Tag kam, wo der Bräutigam die Braut abholen sollte, kam er wieder an Kleinmette vorbei, die da am Wege saß und die Schafe hütete. Und er sagte, guten Tag, Kleinmette, geht es dir, Kleinmette? Es geht mir gut. Ich trage Lumpen über Lumpen, bis ich den Königssohn von England heirate. Dann trage ich Gold über Gold. Das wird nie sein, Kleinmette. Doch, das wird doch sein. Und als er sich runterneigte, da sah er in ihrem Haar etwas blitzen und wie er näher zusah, da war das sein Ring, also war sie bei ihm gewesen. Und weil sie eine reine Jungfrau war und dann, weil er auch schon so oft betrogen worden war, nahm er sie auf der Stelle zur Frau. Die Schafe mochte hüten, wer wollte. Und so kam es, dass Kleinmette den Königssohn von England zum Mann bekam und nun trug sie Gold über Gold. Am Ufer der Elbe in Hamburg-Blankenese lebt Wilma Mönckeberg, die große alte Dame unter den Märchenerzählern. Sie tritt noch heute öffentlich auf und trägt Märchen vor. Seit über 50 Jahren hat sie Schüler, die sie in der Kunst, Märchen zu erzählen, unterrichtet. Die Märchen, die sie spricht, sind Volksmärchen. Aber sie ist keine Volkserzählerin. Volkserzähler stehen in einer anderen Tradition. Die Märchen und der Erzählstil werden von Generation zu Generation weitergegeben. Wilma Mönckeberg erarbeitet die Märchen wie ein Schauspieler seine Rollen. Für sie sind es Sprachkunstwerke, deren Texte, vergleichbar einer Notenschrift, vom Erzähler gestaltet, aber nicht verändert werden dürfen. Also wenn man so lange Märchen erzählt und mit Märchen umgeht wie ich, kommt man allmählich darauf, dass es vielleicht keine Dichtungsart gibt, die so mit Vorurteilen umsponnen und umrankt ist wie die Märchen. Eines der Vorurteile ist zum Beispiel, dass alle Märchen anfangen, es war einmal. Natürlich gibt es sehr viele Märchen, die so anfangen, aber es gibt auch andere mit völlig anderen Anfängen, ja und sogar mit sehr originellen Anfängen. Ich will Ihnen mal das eine oder andere vorlesen. Zum Beispiel heißt es hier, Poch, Poch, wer ist draußen? Ich, mein Herr. Und wo kommst du her, mein Freund? Mein Herr, ich komme von Tartari Barbary, 100 Meilen weit jenseits von Paris. Und dann fängt erst das Märchen an. Und dann gibt es ein griechisches Märchen, das fängt auch nicht mit es war einmal an, sondern das heißt, grüner Spinnfaden, summ, summ um die Spindel herum, lass sie drehen sich, wie sie will, tritt das Rädchen, halt dich still und mach dir keine Sorgen. Das Märchen fängt an, guten Abend und schön willkommen und säumt nicht so sehr. Das Märchen fängt an, guten Abend, Herrschaften. Und dann geht's erst los, es war einmal. Und dann habe ich noch einen sehr amüsanten Anfang, den will ich auch noch eben mal vorlesen, da heißt es, es war einmal in 7x7 Ländern, jenseits des Omparenzen Meeres. Was jenseits war, war nicht diesseits und was diesseits war, das war nicht jenseits. Doch da ein entsetzlich großer Pappelbaum, an jedem Zweige hingen 99 Weiberröcke und in der Tasche jedes Weiberröckes war ein Märchen. Ich jüngst vorbeiging, blies mir der Wind eins der Märchen herunter. Na, da habe ich das Märchen eben gelernt. Na ja, es war einmal, es war einmal. So fangen alle Märchen an und so fängt auch meine Geschichte an. Es war einmal. Ich bin also heute
schon 86 Jahre alt. Es war ein langes und buntes Leben. Als kleines Kind bin ich in vielen Ländern schon herumgekommen, in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. In Deutschland ging ich in die Schule, zuerst in der Provinz Posen, also dem heutigen Polen, dann in einem katholischen Kloster in Nürnberg und schließlich in Düsseldorf. In Düsseldorf war ich 12 Jahre und hatte mein erstes großes Theatererlebnis. Ich sah im Düsseldorfer Schauspielhaus die Judith von Hebbel und war so begeistert, dass ich nicht nur mein erstes Gedicht verbrochen habe, sondern dass ich den festen Entschluss fasste, ich wollte zum Theater. Meine Eltern waren strikte dagegen, aber ich ließ nicht locker. Und schließlich setzte ich durch, da war ich 16 Jahre, dass mein Vater mit mir aus der Provinz Posen nach Berlin fuhr. Dort gab es nämlich am Königlichen Schauspielhaus die Seebach-Schule. Und dort wurden jedes Jahr 12, wie es hieß, besonders begabte junge Menschen aufgenommen und kostenlos ausgebildet. Mein Vater hoffte natürlich, ich würde die Prüfung nicht bestehen. Und ich fürchtete auch, ich würde sie nicht bestehen, als ich hörte, dass sich für diese 12 Freiplätze 180 Bewerber gemeldet hatte. Ja, da geschah also wieder ein Wunder. Ich wurde aufgenommen, sogar als allererste. Nun, ich fühlte mich nicht wohl in der Theaterschule. Ja, ich verabscheute sogar meine Lehrerin, widersprach ihr fortwährend und ich fand sie langweilig und altmodisch und wäre viel lieber in die Reinhardtsschule gegangen. Und trotzdem habe ich in diesem Jahr ein großes Spracherlebnis gehabt, nämlich der seinerzeit berühmteste Schauspieler vom Wiener Burgtheater, Josef Keitz, gab Gastspiele am Königlichen Schauspielhaus in Berlin. Und ich sah nicht nur die drei letzten Vorstellungen vor seinem Tode, sondern weil eine Schillerfeier war, sprach er die Glocke von Schiller. Und das war das große Ereignis. Da habe ich nämlich erlebt, dass man mit Sprache nicht nur reden kann, sondern dass man mit Sprache spielen kann. Er warf manchmal einen Satz wie einen Ball in die Höhe oder er zog ihn zu sich. Oder er stampfte ihn auf die Erde, oder er durchschnitt die Luft mit Worten wie mit einem Schwert. Kurz und gut, ich merkte, dass man mit Sprache nicht nur reden, sondern spielen und tanzen kann. Ja, und ich merkte bald etwas anderes, dass ich das auch konnte. Und seitdem spiele und tanze ich auch mit der Sprache. Also mit dem Theater hatte ich nicht viel Glück. Erstens einmal galt ich für den damaligen Geschmack als hässlich. Hübsch fand man ein Stupsnäschen und Wuschelhaar. Und ich hatte eine viel zu große Nase und sah überhaupt mehr wie ein Junge als wie ein Mädchen aus. Aber es kam dazu, dass ich kein Objekt für den Regisseur war. Ich konnte nur das tun, was mir selber einfiel und war darum immer im Widerspruch mit meinem Regisseur. Und einer schrie mich darum an, wenn man so aussieht wie Sie, müsste man schon ein Genie sein, um Erfolg zu haben. Sie sind aber nur ein Stubentalent, das überhaupt nicht über die Rampe kommt. Ich war dem Mann damals sehr böse und erst viel später habe ich eingesehen, dass er recht hatte. Denn ich brauche den kleinen Raum und brauche das beschränkte Publikum, um wirken zu können. Als mich dann der Sohn des sehr berühmten Hamburger Bürgermeisters Mönckeberg heiratete, habe ich ohne Bedenken meine schauspielerische Tätigkeit aufgegeben. Das Leben und das Glück mit meinem Mönckeberg war sehr kurz, nämlich nur ein Jahr, denn 1914 hatten wir ja den Ersten Weltkrieg. Mein Mann musste an die Front, war nur 14 Tage da und fiel dann. Und sein Sohn wurde erst
7 Monate nach seinem Tod geboren. Zum Märchen erzählen bin ich eigentlich auch durch einen Zufall gekommen. Nämlich mein erster Mann, der sehr viel gebildeter als ich war, machte mir klar, dass Märchen nicht nur simple Kindergeschichten sind, sondern dass sie sehr interessant auch für den Erwachsenen wären. Und da ich eine gelehrige Schülerin war, habe ich ihm zu unserem ersten Weihnachten die ersten Bände von der Sammlung Märchen der Weltliteratur aus dem Eugen Dietrichs Verlag geschenkt und er hat mir daraus vorgelesen. Nach seinem Tode habe ich in Erinnerung an ihn immer weiter Märchen nicht nur gelesen, sondern Märchen gesammelt und verschiedene Märchen immer wieder, die mir besonders gefallen haben. Und bei einzelnen merkte ich dann, dass ich das Buch überhaupt nicht brauchte, sondern dass ich es nun inwendig hatte. Und da hätte ich es gerne anderen Leuten erzählt, aber da war niemand. Und was habe ich da gemacht? Ich bin von Spiel gegangen und habe es mir selber erzählt. Ich war also mein einziger Zuhörer und habe auch da gemerkt, dass das Märchen nicht nur die Stimme verlangt, sondern den ganzen Menschen, also auch Mimik und Gestik. Als der Herrgott die Welt geschaffen hatte, der wollte auch allen Kreaturen das Lebensalter bestimmen. Da kam der Esel und sagte, nun Herr, wie lange soll ich leben? 30 Jahre, sprach Gott, 30 Jahre, sprach der Esel. Ach Herr, bedenke mein mühsames Leben. Von früh bis abends schwere Lasten tragen und das Korn zur Mühle schleppen, das andere nährt und für all meine Mühe nichts als Knüffe und Püffe. Da erbarmte sich Gott seiner und schenkte ihm 18 Jahre. Nun kam der Hund, nun Herr, wie lange soll ich leben? 30 Jahre, sprach Gott, 30 Jahre, sprach der Hund. Ach Herr, bedenke, wie viel ich herumlaufen muss. Und wenn ich alt werde und die Zähne verliere und nicht mehr bellen und beißen kann, was bleibt mir dann anderes übrig, als dass ich von einer Ecke in die andere krieche und knurre? Gott sah ein, dass er recht hatte und schenkte ihm 12 Jahre. Nun kam der Affe. Nun, sprach Gott, wie lange willst du leben? Dem Hund und dem Esel waren 30 Jahre zu viel. Du aber hast den ganzen Tag nicht zu dumm zu tun und machst nur Dummheiten. Ach, sagte der Affe, das sieht so aus, wie oft aber steckt Ernst hinter dem Spaß. Und wenn's Klöße regnet, habe ich keinen Löffel. Und wenn mir jemand einen Apfel durchs Gitter steckt, dann ist er ganz gewiss grün oder sauer. Also 30 Jahre halte ich das nicht aus. Da schenkte ihm Gott 10 Jahre. Nun kam der Mensch. Nun Herr, wie lange soll ich leben? 30 Jahre, sprach Gott. 30 Jahre, sprach der Mensch. Und dann soll ich sterben, wenn ich mir ein Haus gebaut habe. Dann soll ich sterben, wenn die Bäume, die ich gepflanzt habe, mir Blüten und Früchte bringen. Dann soll ich sterben. Herr, leg etwas zu. Gut, sprach Gott, ich will dir die 18 Jahre des Esels schenken. Noch mehr, sprach der Mensch, die 12 Jahre des Hundes, immer noch zu wenig. Die 10 Jahre des Affen, und damit genug. Und so wäre des Menschen Leben 70 Jahre. Die ersten 30, das sind seine menschlichen Jahre. Da freut er sich seines Lebens und seiner Gesundheit. Und dann kommen die 18 Jahre des Esels. Da wird ihm eine Last nach der anderen aufgepackt. Und er muss das Korn schleppen, das andere nährt. Und für all seine Mühe hat er nichts als Knüffe und Püffe. Und dann kommen die 12 Jahre des Hundes. Da fällt ihm ein Zahn nach dem anderen aus. Und was bleibt ihm schließlich übrig, als dass er von einer Ecke in die andere kriecht und knurrt. Und danach wird er wunderlich und sonderbar. Tja, da kann man nichts machen. Das ist eben das Alter des Affen. Ach du lieber Gott, naja, wie soll ich mit dieser Korrespondenz fertig werden?
Das wird schon werden. Naja, ich bin dir also jedenfalls sehr dankbar, dass du heute gekommen bist. Denn es hat sich derartig viel Korrespondenz angesammelt. Und warum? Weil man vergessen hat, mir die 4 Wochen, wo ich auf der Reise war, Post nachzuschicken. Dass ich nicht vergesse, meine Anmeldung für den Märchenkongress gleich wegzuschicken, der ja vom 1. bis 5. November in Straßburg stattfindet. Ich bekomme von allen Seiten immer wieder Briefe und Anfragen, die ich beantworten möchte. Und dabei muss ich eigentlich alles allein tun. Nur einmal in der Woche kommt meine Schwiegertochter und hilft mir. Manchmal aber lasse ich auch diese ganze Post mal liegen und gehe in den Ort. In den Ort nennen wir Blankenese, wo wir wohnen, und Hamburg nennen wir Stadt. Aber in die Stadt gehen wir sehr selten. Die ist mir zu laut und zu lärmend geworden. Dass ich überhaupt meinen Beruf die ganzen Jahre ausüben konnte, das liegt daran, dass wir Gertrud haben, einen guten Hausgeist, der schon 40 Jahre bei uns ist und mir alle Hausarbeit abnimmt. Ich mache auch nicht den Küchenzettel, den macht unsere gute Gertrud mit meinem Mann. Und ich bin also wirklich als Künstlerin vollkommen frei. Darum konnte ich ja auch so viel reisen und ich bin sehr viel in meinem Leben gereist. Im Ganzen bin ich schon in 17 Ländern eingeladen gewesen zum Märchen erzählen. So, wollen Sie bitte von der anderen Seite reingehen? Ich werde noch immer eingeladen in andere Orte, von anderen Hochschulen, Seminaren, Musikhochschulen, dass ich den Studenten beibringe, wie man Märchen erzählt, wie man Gedichte spricht und auch, wie man es einfach pädagogisch weitergibt. Das mache ich noch heute, nicht mehr so viel wie vorher, aber doch noch immer. Und ich glaube, das ist gut, denn das hält mein Gehirn frisch. Das ist die berühmte Fiemännin, die den Brüdern Grimm ihre allerschönsten Märchen erzählt hat. Nun, ich habe früher, im Anfang meiner Karriere, nicht nur Märchen erzählt, ich habe auch Dichtung rezitiert. Und ich hatte 2 Lieblingsdichter, zuerst Rilke, das sind alles Werke von Rilke und über Rilke. Und diese sind alles Bücher über Hölderlin. Und Hölderlin war mein Idol. Als ich ihn anfing zu arbeiten, da hörte ich auf, mich speziell für andere Dichter zu interessieren. Für mich als Künstlerin spielte nur mehr Hölderlin eine Rolle. Ich kann ja mal eins versuchen. Die Nacht von Hölderlin. Ringsum ruht die Stadt, still wird die erleuchtete Gasse, und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wagen hinweg. Satt gehen heim von Freuden des Tags, zu ruhen die Menschen, und Gewinn und Verlust wäge dein sinniges Haupt wohl zufrieden zu Haus. Leer steht von Trauben und Blumen, und von werkender Hand ruht der geschäftige Markt. Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten, vielleicht, dass dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit und die Brunnen immer quillend und frisch rauschen am duftenden Beet. Still durch dämmerige Luft ertönen geläutete Glocken, unter Stunden Gedenk rufe dein Wächter die Zahl.
Jetzt auch kommet ein Wehen und reget die Gipfel des Hains auf. Sieh, und das Schattenbild unserer Erde, der Mond, kommet geheim nun auch. Die schwärmerische, die Nacht kommt voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns, glänzt die Erstaunende dort. Die Fremdlingen unter den Menschen, über Gebirgeshöhen, traurig und prächtig herauf. Dieses Gedicht habe ich sehr lange nicht gesprochen. Und weil ich nicht ganz sicher war, ob ich die Worte finden würde, habe ich es mir, weiß nicht, ob es jemand gemerkt war, dirigiert. Dirigiert wie ein Musikstück. Denn das lyrische Gedicht, wie das Märchen, lebt aus den akustischen Elementen der Sprache, also aus Rhythmus, aus Melodie, aus der Dynamik. Und das muss man abhören und kann es nachvollziehen durch Dirigieren. Das Volksmärchen und das Gedicht zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht beschreiben, sondern dass sie die Dinge nennen. Das Volksmärchen gibt also keine näheren Beschreibungen von der Landschaft, keine Beschreibungen von Interieurs, keine detaillierten Beschreibungen von Personen, sondern es nennt die Dinge nur. Und darum muss es laut gesprochen werden. Und das Märchen braucht den Erzähler, der diesen kargen Text so spricht, dass alles das, was in dem Text nicht da ist, doch lebendig wird und die Sprache plastisch wird. Und genauso ist es mit dem lyrischen Gedicht. Da wird nicht nur über etwas gesprochen, sondern die Sprache wird als Material gebraucht, so wie der Maler die Farbe gebraucht und der Bildhauer Bronze oder Holz oder irgendein anderes Material. Auch scheinbar ganz einfache primitive Volksmärchen können sich als ganz große Sprachkunstwerke entpuppen, wenn man sie hört. Ich will da zwei Beispiele geben. Das eine Märchen ist sehr bekannt, das andere Märchen kennt kaum jemand, weil es inhaltlich so interessant ist, nicht so interessant ist, aber umso interessanter in der Form. Beide Märchen fangen mit genau denselben Worten an, aber je nachdem man den Worten einen eigenen Rhythmus gibt, werden ganz verschiedene Vorstellungen im Hörer erweckt. Das eine Märchen beide fangen mit denselben Worten an. Bei dem einen Märchen klingt es so: Es war einmal ein kleines Mädchen. Es war einmal ein kleines Mädchen. Es war einmal ein kleines Mädchen. Und wenn ich da meine Zuhörer, auch Kinder, frage, seht ihr dieses Kind vor euch? Wie seht ihr es? Dann sagen sie, ach, das ist ein liebes Kind, das man gern haben muss. Wenn ich nun den Anfang von dem anderen Märchen spreche, also genau dieselben Worte, aber in einem anderen Rhythmus, dann klingt es so: Es war einmal ein kleines Mädchen. Es war einmal ein kleines Mädchen. Und wenn ich dann frage, auch ganz kleine Kinder frage, was ist denn das für ein Kind? Dann sage ich, ach, das ist eine ganz kesse, trotzige Göre. Am besten ist vielleicht, wenn ich das zweite Märchen, was man nicht kennt, im Ganzen spreche. Das andere Märchen ist das bekannte Märchen von den Sterntalern. Das zweite heißt Die Frau Trude. Wer gut aufpasst, wird merken, dass drei Rhythmen abwechseln. Es war einmal ein kleines Mädchen, das war eigensinnig und vorwitzig. Und wenn ihm seine Eltern etwas sagten, so gehorchte es ihnen nicht. Wie konnte es dem gut gehen? Eines Tages sagte es zu seinen Eltern, ich habe so viel von der Frau Trude gehört, ich will einmal zu ihr hingehen. Die Leute sagen, es sehe so wunderlich bei ihr aus und erzählen, es seien so seltsame Dinge in ihrem Haus. Da bin ich ganz neugierig geworden. Die Eltern verboten es ihm streng und sagten, die Frau Trude ist eine böse Frau, die gottlose Dinge tut. Und wenn du zu ihr hingehst, so bist du unser Kind nicht mehr. Das Mädchen
aber kehrte sich nicht an das Gebot seiner Eltern und ging doch zu der Frau Trude. Und als es zu ihr kam, sagte die Frau Trude, warum bist du so bleich? Ach, Frau Trude, ich habe mich so erschrocken über das, was ich gesehen habe. Was hast du gesehen? Ich sah vor eurer Stiege einen schwarzen Mann, das war der Köhler. Dann sah ich einen grünen Mann, das war der Jäger. Dann sah ich einen blutroten Mann, das war der Metzger. Ach, Frau Trude, mir graust, ich sah durchs Fenster und sah euch nicht, wohl aber den Teufel mit feurigem Kopf. Oh, so hast du ihn. Ich habe schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt. Du sollst mir leuchten. Da verwandelte sie das Mädchen in einen Holzblock und warf ihn ins Feuer. Und als er in rechter Glut war, setzte sie sich daran und sprach, das leuchtet einmal hell. Wer gut zugehört hat, wird merken, dass die Eltern einen besonderen Rhythmus haben. Und zwar einen Rhythmus, mit dem das Kind klein gemacht wird, gedürkert wird. Die Eltern verboten es ihm streng. Die Hexe aber hat einen neuen Rhythmus, nämlich einen gezogenen Rhythmus. So, als ob es das Kind an sich heranziehen will. Warum bist du so bleich? Und dieser Rhythmus verändert aber dann auch den Rhythmus des kleinen Mädchens, was nämlich Angst bekommt. Jetzt hat man nicht mehr das Gefühl, dass es aufmüpfig nur gerade sagt, sondern man denkt und fühlt und spürt, dass es in den Rücken gestoßen wird. Ach, Frau Trude, ich habe mich so erschrocken über das, was ich gesehen habe. Was hast du gesehen? Und dann steigert es sich bis zu dem Augenblick, wo die Hexe sagt, oh, so hast du die Hexe in ihrem rechten Schmuck gesehen. Ich habe schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt. Du sollst mir leuchten. Und mit dem stiller Werden kommt mit einmal eine ganz andere Situation. Es wird nach dem Tumult totenstill in dem Augenblick, wo die Hexe zaubert und man spürt, wie das Mädchen, da verwandelte sie das Mädchen in einen Holzschluck, wie das Mädchen in drei Holzstücke zerfällt. Also man hört nicht nur den Inhalt, sondern man erlebt etwas ganz Konkretes. Ich habe sehr lange mit diesem Märchen gelebt und bin immer wieder auf etwas Neues gekommen. Zum Beispiel, dass schon während das Mädchen von der Frau Trude redet, der Rhythmus der Frau Trude anklingt, nämlich, wenn es heißt, so viel von der Frau Trude gehört. Die Leute sagen, es sehe so wunderlich bei aus und erzählen, dass schon zweimal der gezogene Rhythmus der Hexe darin. Sehr lang hat es gedauert, bis ich mit dem letzten Satz zufrieden gewesen bin. Denn wenn ich gesagt habe, das leuchtet einmal hell, dann fiel das hell ganz ab. Wenn ich aber sagte, das leuchtet einmal hell, dann war das hell viel zu laut. Und erst nach langer Zeit bin ich dahinter gekommen, dass man sagen muss, das leuchtet einmal hell. Nämlich dann sieht man vor sich eine hohe Flamme und eine kleinere Flamme. Ich habe nicht nur viele Erfahrungen mit meinen Märchen gemacht, sondern auch Erfahrungen mit meinem Publikum. Als erstes fiel mir auf, dass da eine ganze Menge Leute kamen, die gar nicht meine Märchen erleben wollten, sondern die ihre Kindheitserinnerungen wiederholen wollten. Sie waren dann sehr erstaunt über die Geschichten, die ich erzählt habe und auch über die Art, wie ich erzählt habe. Aber mir ist es doch meistens gelungen, sie zu überzeugen, dass man auch auf eine neue Art an Märchen herangehen und sie erleben kann. Und das Erleben ist überhaupt das Wichtigste. Aber viele Zuhörer kommen, die wollen nur konsumieren. Die glauben, sie hätten dabei gar nichts zu tun. Und ich brauche den engagierten Zuhörer. Und das muss mir eben gelingen. Und das versuche ich zu erreichen, indem ich beim Erzählen jeden Zuschauer einzeln anrede.
Und da bemerke ich, dass manche davon peinlich berührt sind. Sie gucken zur Seite und man merkt, dass sie denken, was will die denn von mir? Sie doch soll doch was tun, ich habe doch nichts dabei zu tun. Und doch muss ich sie dazu bringen, auch etwas zu tun, nämlich wirklich konzentriert zuzuhören. Ich muss ihnen ansehen, dass sie gefesselt sind, ja, und dass es mir glückt, sie zu faszinieren. Dann nur kann ich wirklich gut erzählen. Jetzt erzähle ich ein Märchen, das eigentlich alle kennen, nämlich das Märchen von den Sterntalern. Es scheint ein ganz einfaches Märchen zu sein, jede Mutter kann es erzählen. Wenn ich das aber mit meinen Studenten durcharbeite, dann merken sie bald, dass es ein ganz raffiniertes Sprechkunstwerk ist. Es war einmal ein kleines Mädchen. Dem waren Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hat. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sprach, Gott segne dir's, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach, es friert mich so an meinem Kopfe, gib mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Dann nahm es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und noch weiter kam ein Kind, das hatte kein Leibchen an, da gab es ihn seins. Und noch eins, das bat um ein Röcklein, das gab es auch noch hin. Endlich kam es in einen Wald und es war schon dunkel geworden, da kam noch ein Kind und bat um ein Hemdchen. Das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst dein Hemdlein wohl weggeben, und zog das Hemd aus und gab es auch noch hin. Und wie es so dastand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte, blanke Taler. Und obwohl es sein Hemdlein weggegeben hatte, hatte es ein neues an und das war aus allerfeinstem Linnen. Da sammelte es die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Meiner Ansicht nach ist keine Dichtungsart so von Vorurteilen überwuchert wie die Märchen. Und zwar gerade die Volksmärchen. Also das erste Vorurteil ist, dass die Märchen Kindergeschichten sind. Es gibt aber nur wenig Kindergeschichten und das meiste ist eben Erwachsenengut. Denn es ist ein Vorurteil, dass Märchen immer nur von den Großmüttern in den Spinnstuben erzählt worden sind. Märchen wurden überall erzählt und von ganz verschiedenen Menschen. Vor allen Dingen gab es sehr viele männliche Erzähler, zum Beispiel unter den wandernden Handwerksburschen. Und die haben in den bürgerlichen Kreisen erzählt, aber auch in Kneipen und bei Soldaten. Und da kann man sich schon denken, dass es sich nicht da um kindliche Geschichten handelte. Dann ist ein Vorurteil, dass dem Märchen vorgehalten wird, dass sie zu grausam wären. Natürlich gibt es grausame Geschichten, denn die Grausamkeit hat im Leben der Völker immer eine große Rolle gespielt und wird immer eine große Rolle leider spielen. Und das Märchen ist, berührt jedes menschliche Problem, auch die Grausamkeit. Natürlich soll man diese Geschichten nicht den Kindern erzählen, aber an sich sind gerade diese unheimlichen, grausamen Märchen oft besonders glänzend in der Form erzählt, denn sie befriedigten und befriedigen auch heute noch das Sensationsbedürfnis der Menschen. Thank you.
des Todes. Vor Zeiten wanderte ein Riese auf der großen Landstraße. Da sprang ihm unversehens ein unbekannter Mann in den Weg und versperrte ihn. Was heißt das, sagte der Riese. Wie kannst du es wagen, dich mir in den Weg zu stellen? Ich bin der Tod, sagte der Fremde. Und verschone niemand, auch du musst mir gehorchen. Der Riese aber weigerte sich und fing an, mit dem Tod zu kämpfen. Es war ein langer, erbitterter Kampf. Zuletzt behielt der Riese die Oberhand und schlug den Tod mit der Faust nieder. Der Riese ging seiner Wege. Und der Tod lag da und war so kraftlos, dass er sich nicht mehr erheben konnte. Was soll daraus werden, sprach er, wenn ich hier in der Ecke liegen bleibe, stirbt niemand mehr in der Welt und sie wird so voll, dass sie nicht einmal Platz haben werden, nebeneinander zu stehen. Da kam ein junger Mensch des Wegs, er pfiff ein Lied und warf die Augen hin und her. Als er den halb Ohnmächtigen erblickte, ging er hin und gab ihm aus einer Feldflasche zu trinken. Weißt du auch, sagte der Fremde, wem du wieder auf die Beine geholfen hast? Weißt du auch, wer ich bin? Nein, sagte der Mensch, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Ich bin der Tod, sagte der Fremde. Und verschone niemand, kann auch mit dir keine Ausnahme machen. Aber damit du siehst, dass ich nicht undankbar bin, verspreche ich dir, ich will dich nicht unversehens überfallen. Ich will dir vorher meine Boten senden. Nun gut, sagte der Mensch, immer besser. Ich weiß, wann du kommst und habe so lange Ruhe vor dir. Der Mensch ging seiner Wege und freute sich seiner Jugend und seiner Gesundheit. Aber Jugend und Gesundheit hielten nicht immer vor. Bald kamen Krankheit und Schmerzen und plagten ihn am Tag und nahmen ihm des Nachts die Ruhe. Sterben werde ich nicht, sagte der Mensch. Der Tod hat mir versprochen, seine Boten zu senden, wenn nur die bösen Tage der Krankheit vorüber waren. Waren sie aber vorüber, so lebte er wieder in den Tag hinein. Eines Tages klopfte ihn jemand auf die Schulter. Er sah sich um, da stand der Tod hinter ihm und sprach, folge mir, die Stunde deines Abschieds ist gekommen. Was heißt das, sagte der Mensch, willst du dein Wort brechen? Hast du mir nicht versprochen, deine Boten zu senden? Ich habe keinen gesehen. Schweig, erwiderte der Tod. Habe ich dir nicht einen Boten um den anderen gesandt? Kam dich das Fieber, stieß dich an, rüttelte dich und warf dich nieder? Betäubte der Schwindel dir nicht den Kopf? Nagte nicht der Zahnschmerz in deinen Backen? Zwickte dich die Gicht dicht in allen Gliedern? Und über dies alles hat nicht mein Bruder der Schlaf dich an mich erinnert? Lagst du nicht jede Nacht, als wärest du schon gestorben? Der Mensch wusste dem Tod nicht zu erwidern und folgte ihm in das unbekannte Land.